Hallo und frohe Weihnachten euch allen da draußen. Schön, dass ihr heute alle reingeschaltet habt. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Intro gesehen. Ich habe eine ganz besondere Kulisse hier. Und zwar dieses Weihnachtsdorf-Hobby ist das Hobby von meiner sehr, sehr geschätzten Verlobten. Die baut seit jetzt knapp 2 Jahren regelmäßig diese fantastischen Weihnachtsdörfer auf. Wenn euch das auch mal interessiert, googelt mal nach Lemax, L-E-M-A-X geschrieben. Die stellen ganz viele so tolle kleine Häuschen her. Und das wird immer irgendwie größer. Und das ist die perfekte Gelegenheit, um so ein bisschen Weihnachtsstimmung zu portieren, würde ich sagen. Und apropos Weihnachten, ihr habt es vielleicht schon gesehen am kleinen Thumbnail. Wir haben eine wunderbare Weihnachtsaktion am Laufen. Da haben sich jetzt so ein paar YouTuber zusammengeschlossen und machen, Videos rund um Gaming und um Weihnachten. Auch da, die Playlist habe ich euch natürlich unten verlinkt. Guckt einfach mal alle durch. Das ist nämlich fantastisch, weil jeder so ein bisschen auf seine eigene Art so ein bisschen Content rund um Weihnachten macht. Und gerade heute, was will man da mehr? Aber jetzt kommen wir zu Weihnachten und Gameboy. Heute möchte ich euch die Spiele Home Alone und Home Alone 2 vorstellen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, okay, irgendwie Gameboy und Weihnachten, das muss ich irgendwie in Verbindung bringen. Und da dachte ich mir, okay, gut, Weihnachtsfilme. Und Weihnachtsfilme wurden ja auch auf den Gameboy umgesetzt. Und mein erster Kinofilm, wo ich jemals drin war, das war Kevin allein zu Hause oder auch auf Englisch natürlich Home Alone. Und ich war so begeistert von diesem Film. Ich fand natürlich diese Szene mit der Spinne so ein bisschen eklig. Hier und da, naja, okay, gut. Aber der Film war einfach so fantastisch und ist ja heute noch zu Recht ein einfacher, zeitloser Klassiker geworden und natürlich auch geblieben. Und da gab es natürlich auch so einige Spieleumsetzungen, weil natürlich großes Franchise oder großer Filmerfolg, das muss natürlich irgendwie versoftet werden. Die Spiele von Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, also Home Alone und Home Alone 2, die haben keinen allzu guten Ruf. Und in diesem Video möchte ich mir mal endlich mal beide mal so ein bisschen näher anschauen, um zu gucken, ob der Ruf wirklich so schlecht ist. Das Gameboy-Spiel Home Alone, basierend auf dem gleichnamigen Kultfilm, ist bei uns natürlich als Kevin allein zu Hause bekannt. Es versetzt euch in die Rolle des cleveren Kevin McCallister, der sein Haus gegen 2 tollpatschige Einbrecher verteidigen muss. Erst einmal eine gute Nachricht, es erwartet euch hier keine Minispielsammlung oder ein liebloser Plattformer, sondern folgt erstmal ganz grob den Film. Ihr müsst als Kevin euer Haus gegen die Red Bandits verteidigen. Während das Spiel das Prinzip des Films aufgreift, offenbaren sich im Gameplay jedoch einige deutliche Schwächen, die es wert sind, mal genauer betrachtet zu werden. Home Alone für den Gameboy ist ein klassisches Plattformerspiel, beziehungsweise so klassisch ja jetzt auch nicht, bei dem der Spieler Fallen stellt, um die Einbrecher Harry und Marv abzuwehren. Ihr navigiert Kevin durch verschiedene Räume, sammelt Gegenstände und setzt diese als Fallen ein. Die Idee, den Film ein interaktives Format zu überführen, ist ambitioniert, stößt aber schnell auch an seine Grenzen. Eine der größten Schwächen des Spiels ist seine Wiederholungsneigung. Die Aufgabe, Fallen zu stellen und den Einbrechern auszuweichen, wird schnell monoton. Die Level bieten wenig Variation, was dazu führt, dass sich das Gameplay zäh und eintönig anfühlt. Ein Mangel an unterschiedlichen Herausforderungen und Umgebungen trägt dazu bei, dass das Spiel eine anfängliche Spannung schnell verliert. Das mag zwar jetzt nicht alles so ideal sein, aber sprechen wir mal das größte Problem des Spiels an. Die Steuerung. Ihr habt hier immer eine gewisse Trägheit und mangelnde Präzision, die gerade in einem Spiel, auf dem es auf Timing und schnelle Reaktion ankommt, besonders ins Gewicht fällt. Dies führt zu unnötig komplizierten Szenarien, in denen Spieler oft das Gefühl haben, mehr gegen Steuerung als gegen die Einbrecher zu kämpfen, und das ist nie ein gutes Zeichen eines Spiels. Grafisch und klanglich erreicht Home Alone das, was man von einem durchschnittlichen Gameboy-Spiel erwarten kann. Die Darstellung der Charaktere und Umgebung ist zweckmäßig, aber jetzt auch wenig inspirierend. Das Soundtrack ist wiedererkennbar, wiederholt sich jedoch sehr oft und trägt wenig zur Atmosphäre bei. Ein weiterer Kritikpunkt ist der unausgewogene Schwierigkeitsgrad. Das Spiel kann in einigen Momenten unerwartet herausfordernd sein, was teilweise an der ungenauen Steuerung liegt. In anderen Momenten ist es dann wiederum viel zu einfach, was zu einem inkonsistenten Spielerlebnis führt. Jetzt bedenkt mal,
Die Filmvorlage war eher an Kinder ausgerichtet und das Spiel dann ja wohl logischerweise auch. Da nervt es dann noch mehr, wenn die eigentliche Zielgruppe hier auf diese Weise nicht respektiert wird. Home Alone hätte von mehr dynamischen Elementen im Gameplay profitieren können. Die Interaktionen mit den Einbrechern sind vorhersehbar und bieten wenig Raum für kreatives Spielen. Die Fallen sind zwar ein zentrales Element, aber ihre Anwendung fühlt sich oft begrenzt und eindimensional an. Es fühlt sich eben nicht wie der Film an, wo super kreative Fallen die Verbrecher aufhalten und so viel Spaß bei dem Betrachter auslösen. Auch die Spiellänge von Home Alone ist relativ kurz. Nachdem das Spiel einmal durchgespielt ist, bietet dann das auch noch wenig Anreiz, es erneut zu spielen. Es fehlen einfach zusätzliche Modi oder Variationen, die den Wiederspielwert einfach erhöhen können. Home Alone für den Game Boy ist ein Spiel, das aufgrund seiner Konzepttreue zum Film und aus seinem charakteristischen Charme Potenzial hätte, leider nur hätte. Allerdings wird dieses Potenzial auch durch eine Reihe von Schwächen, darunter die repetitive Natur des Gameplays, die träge Steuerung oder der unausgewogene Schwierigkeitsgrad deutlich eingeschränkt. Grafik und Sound sind durchschnittlich und tragen wenig dazu bei, diese Mängel auszugleichen. Für Fans des Films könnte das Spiel eine kurzweilige Unterhaltung bieten, aber für die meisten Spieler dürfte die Frustration und die begrenzte Spieletiefe überwiegen. Schade eigentlich, verpasste Chance. Das war jetzt also der erste Streich, also der erste Teil. Schneidet ja leider nicht ganz so gut ab. Aber was sieht es mit dem zweiten Teil aus? Wird es da vielleicht sogar besser? Home Alone 2 Lost in New York. Für den Game Boy ist der Nachfolger des ersten Home Alone Spiels, verspricht die Abenteuer von Kevin McAllister in der Großstadt New York nachzubilden. Bei uns heißt der Film übrigens Kevin allein in New York. Trotz einiger Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger leidet das Spiel jedoch unter ähnlichen Problemen, die seine Spielfreude erheblich einschränken. Das Kernprinzip des Spiels bleibt ähnlich, Kevin durch verschiedene Level zu führen, Fallen zu setzen und den Antagonisten auszuweichen. Trotz der Verlagerung des Geschehens auf die Straßen von New York und natürlich die berühmte Plaza Hotel Kulisse mangelt es dem Spiel an echter Innovation in der Spielmechanik. Level in Home Alone 2 sind labyrinthisch und oft verwirrend gestaltet, was zwar zu einer erhöhten Herausforderung beiträgt, aber häufig auch auf Kosten der Spielbarkeit geht. Ihr habt oft Schwierigkeiten, euch zu orientieren, da sich viele Bereiche einfach zu ähnlich anfühlen. Schade, da die Vorlage eigentlich ja viel Abwechslung bietet. Home Alone 2 bietet eine größere Vielfalt an Fallen und Fallen als sein Vorgänger. Diese Neuerungen bringen ein wenig Abwechslung, können aber nicht über die grundsätzlichen Spielprobleme hinwegtäuschen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Knackpunkt aus, nämlich der Steuerung? Während die Steuerung im Vergleich zum ersten Spiel etwas reaktionsfreudiger ist, bleibt sie ein Schwachpunkt. Besonders in hektischen Situationen, in denen präzises Timing erforderlich ist, fühlt sich die Steuerung immer noch etwas zu träge an. Das Spiel leidet unter einem unausgewogenen Schwierigkeitsgrad, was also analog zum ersten Teil so leider ist. Einige Abschnitte sind überraschend einfach, während andere unverhältnismäßig schwer sind. Auch hier wurde anscheinend nicht an die Zielgruppe gedacht. Um euch das zu zeigen, habe ich euch auch den ersten Level einfach mal ungeschnitten hier reingebracht, damit ihr sehen könnt, wie frustrierend das ist. Ähnlich wie beim ersten Spiel bietet auch Home Alone 2 wenig Grund, es mehrmals zu spielen. Nachdem das Spiel abgeschlossen ist, gibt es kaum Anreize, es erneut zu starten, da weder alternative Spielmodi oder noch andere signifikante Variationen vorhanden sind, wobei fairerweise das beim Game Boy ja durchaus normal ist. Grafisch macht Home Alone 2 einen Schritt nach vorne mit etwas detaillierteren Hintergründen und Charakteren. Der Soundtrack ist abwechslungsreicher als der Vorgänger, kann aber dennoch nicht über die gesamte Spielzeit hinweg überzeugen. Home Alone 2 Lost in New York für den Game Boy macht einige Schritte in die richtige Richtung, insbesondere in Bezug auf Grafik und Sound. Allerdings bleibt das Spiel hinter den Erwartungen zurück, mit Problemen bei der Steuerung, dem Leveldesign und dem Schwierigkeitsgrad, die das Spielerlebnis doch sehr stark beeinträchtigen. Für Fans des Films mag es einen gewissen Reiz haben, die bekannten Schauplätze zu erkunden, aber ganz ehrlich, ist es das wert? Insgesamt kann Home Alone 2 für den Game Boy als ein eher mäßiges Spiel, wenn überhaupt, betrachtet werden, das zwar eine gewisse Verbesserung gegenüber seinen Vorgänger aufweist, aber immer noch grundlegende Probleme beim Gameplay und Design hat. Ja gut, also der zweite Teil ist irgendwie auf seine eigene Art irgendwie besser, aber leider auch nicht wirklich gut. Also zumindest nicht so gut wie die beiden Filme, die ja nach wie vor einfach wahre Klassiker sind. Ist irgendwie schade, aber ganz ehrlich, wer hat was anderes erwartet, oder? Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Kulisse, so wie ich jetzt hier auch, genossen. Und ich hoffe, ihr verbringt ein tolles Weihnachtsfest, verbringt Zeit mit euren Liebsten oder so, wie ihr es verbringen möchtet. Vielleicht wollt ihr es auch gar nicht verbringen und sagt, alles ist nur pure Nervigkeit und sonst was. Denn genießt halt die freien Tage ganz einfach. Ne? Die liegen ja dieses Jahr ziemlich gut zum Glück. Und schön, dass ihr dieses Mal reingeschaut habt und mich auch so dieses ganze Jahr bisher begleitet habt. Und es macht mir einfach Spaß, für euch Videos zu machen. Und ich hoffe, euch hat so ein bisschen diese Weihnachtsfolge gefallen. Und
Wie gesagt, auch wenn ich mich wiederhole, guckt mal bei den anderen vorbei in der Playlist, seht ihr auch gleich im Abspann. Viel Spaß und macht euch eine schöne Zeit, ihr Lieben. Tschüss!